In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir waren gerade einkaufen. Also wir waren bei C&A, da habe ich für die kleine Maus ein paar Sachen mitgenommen, weil ich habe das Gefühl, sie hat zwar viel, aber nichts Dickes, wo ich sie draußen dick anziehen kann. Deswegen wollte ich euch die Sachen mal kurz zeigen. Lena, warte, Schatz, wir zeigen mal, was wir Lea gekauft haben, ja? Und so haben wir für Lea einmal so eine Babymütze gekauft. Das ist jetzt Größe 62, aber der fand 56 zu klein. Dann haben wir ein Set gekauft von Winnie Pooh für 99. Da ist einmal dieses süße Buddy mit dabei. Dann ist da einmal ein Lätzchen dabei von Winnie Pooh. Und dieser süße Strampler, oder? Ich glaube, das ist fürs Schlafen gehen, aber ich würde es eher auch draußen anziehen. Dann einmal dieses Set. Ne, das wäre kein Set, das ist ein Einteiler. Das kostet 6,50 für 7 Euro. Den fand ich total süß. Ich finde, das können Mädchen sowohl auch Jungs anziehen. Die Füße sind besonders süß. Na, das ist Lea, ist gerade richtig am Gas geben. Dann einmal dieses Oberteil für 5 Euro. Ja, Größe 62. Das kann sie dann im Januar, denke ich mal, anziehen. Das willst du zeigen? Da. Warte, ist falsch rum. So. Da, so, so, da. Warte, das müssen wir richtig zeigen an den Gym. Das hat wie viel Euro gekostet? 7? Sag mal 7 Euro. Ach, nur. einmal dieses süße Teil. Ich weiß gar nicht, ist das ein Buddy da drin oder? Genau, ist ein Buddy. Mir ist das viel lieber, wenn da ein Buddy drin ist, anstatt ein Oberteil. Mag ich mehr. Größe 56 auch. Das war's auch. Und für alles zusammen habe ich ungefähr 35 Euro gezahlt. Ja. Und wir haben noch einen Rubbel losbekommen. Da bin ich mal gespannt. Ja. Das kommt jetzt in die Maschine. Das müssen wir auch waschen, wie nasch. Wenn die Kehre mal knallt, kann man. Oh, der ist zu seinem Freund gefahren, der hat einen Laden aufgemacht. Und oh, ich chill jetzt. Nein, 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 dann kriegst du keine Luft. Und ich chill jetzt hier mit den Mädels. Ich wollte eigentlich Plätzchen machen, aber wir brauchen noch ein paar Deko-Sachen. Ich schau mal, dass wir morgen einfach Plätzchen machen mit dem, was wir zu Hause haben. Ja, und sonst gibt's nichts. Jetzt war's. Lena schaut jetzt noch ein paar Videos und dann meinte sie auch, sie ist müde. Dann darf sie um 8 Uhr ins Bett. Wir haben nämlich gerade mal 19 Uhr. Da muss sie noch eine Stunde durchhalten, weil sonst steht sie in der Nacht auf. Ne, Schatz? Ein Haus! Ist das ein Haus? Der will ins Haus rein? Oh nein. Lea hat seit 3 Tagen gelben Schleim im Auge. Ich mache das jetzt mit der Muttermilch weg. Muttermilch ist ja wie Antibiotikum für die. Ja, ich hoffe mal, dass das nicht lange anhält. Wir haben gerade eben bei DM auch hier diese Wattepads geholt. Die aber meinte, entweder Watte oder einfach so Wattepads. Ich habe jetzt die genommen. Die sind super soft. Davon mache ich, also ich mache mal von meiner Muttermilch ein paar Tropfen drauf und mache das Auge von außen nach innen sauber. Ja, und danach, schwuppsdiwupps, ist der Auge komplett sauber, ehrlich. Also heute Morgen war der total verklebt. Also sie konnte ihr Auge gar nicht öffnen, beide nicht. Ja, nee. Genau, ich würde sagen, ich melde mich gleich wieder, oder wenn es was zu berichten gibt. So, ihr Lieben, oh Gott, wie ich aussehe wieder. Ja, ich muss Eisen nehmen, aber noch habe ich nicht damit angefangen. Ich wollte euch mal kurz meine Bestellung zeigen. Moment, ich gehe mal ins Zimmer.
So. So, ihr Lieben, ich habe jetzt die Sachen zusammengesucht. Oh Gott, ich sehe echt katastrophal aus. Aber ist ja nicht schlimm. Ich wollte euch nur die Sachen zeigen. Und so sieht halt eine Mama aus nach einer Woche. Also eine Woche nach der Geburt. Ja. Ja, ich zeige euch mal kurz die Sachen. Und zwar habe ich mir einmal dieses süße Portemonnaie hier bestellt. Ich finde das total schön. Das ist total klein. Und das kann ich dann benutzen, wenn ich dann eine kleine Tasche, Umhängetasche mitnehme, weil meine andere ist viel zu groß. Und ja, total süß. Hier sind dann zwei Herzchen. Ich hoffe, der fokussiert jetzt. Ja. Dann habe ich für Lia einmal das hier bestellt. Das ist jetzt Größe 70. Ich wollte auch keine größere Größe, kleinere Größe. Das kann sie dann nächstes Jahr im Herbst, denke ich mal, anziehen. Einmal das und dazu passend diese Hose. Ich versuche euch die Seite unten zu verlinken. Das ist die Seite New Chick. Genau. Einmal die Hose dazu. Dann ein Einteiler. Den fand ich auch total schön. Das ist jetzt Größe 80. Das kann sie dann nächstes Jahr im Winter, denke ich mal, anziehen. Oder übernächstes Jahr erst, keine Ahnung. Ist ein sehr, sehr schöner Stoff, ehrlich. Der ist aber dünn. Also darunter müsste sie dann auf jeden Fall was anziehen. Dazu gibt es dann diese Haarspange, also so ein Haarband. Das sieht das da so süß aus auf dem Foto. Dann einmal für Lina. Also Lina hat sich das selbst ausgesucht. Dieses Kleid ist jetzt nicht gebügelt, deswegen sieht das jetzt so aus. Das sieht aber total schön aus und hinten hat das so eine schwarze Schleife. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gut erkennen kann. Das ist die Schleife hinten. Und meine Mama hat sich diese Tasche hier ausgesucht. Das ist so ein Dreier-Set. Das ist einmal diese Tasche hier. Und da drin ist dann noch die Tasche. Dann sowas. Da kann man Karten reintun. So ein Kartenetui. Dann einmal, dass man das als Umhängetasche machen kann und so ein Gurt für die kleine Tasche. Genau. Das war's auch. Das war meine Bestellung bei New Chick. Ich wollte euch das mal kurz zeigen. Ich verlinke euch die Seite unten. Und das tue ich jetzt auch weg, weil Lina will die ganze Zeit damit spielen, was ich auch verstehe. Ja, hast ein Netzchen angezogen. Ja, das ist zu groß, ne? Hier, dein Portemonnaie. Ja, genau. Das wollte ich euch kurz zeigen. Da sind übrigens meine Schwangerschaftsklamotten, die ich nicht mehr brauche. Ja, aber der kommt jetzt gleich nach Hause und dann, er muss auf jeden Fall Brot kaufen, wenn er Hunger hat, weil wir haben kein Brot mehr zu Hause. Und ich weiß nicht, was ich heute kochen soll. Heute kommt auf jeden Fall Adels Freund zu uns. Wegen Lia. Ninosch, gell annehmen. Ja, und sonst gibt's nichts. Ich bearbeite jetzt das Video. Das letzte Video, was ihr bestimmt schon gesehen habt. Weil ich habe jetzt wieder nichts hochgeladen. Brille. Like the mood with mood. Like the mood with mood. Ein Kuss. Genau. Und sonst gibt es eigentlich ehrlich gesagt nichts. Lia hat jetzt im Gesicht Pickelchen bekommen. Aber das ist wohl... Ja, Pickel bekommen, ne? Hier an der Nase. Ja, nur das sind die Pickel. Da, aua. Und der Toto, Baby, Puppe heißt Toto? Ja, dein Puppenhaus haben wir doch schon gezeigt, Schatz. Lina spielt übrigens sehr gerne mit ihrem Puppenhaus und meine Hebamme war gerade richtig, richtig überrascht. Warte, Schatz. So, ich würde jetzt sagen, ich breche kurz ab und nehme die Speicherkarte raus, damit ich hier. Bitte, hier, Bicke, da Hund, da Butterba, da Anne, hier gucken, Toto. Und hier gucken, Toto. Oh, du bist so gewachsen, du. Ich jetzt unterwegs. Ich sehe.
Guck mal, Schatz, wie süß sie ist. Papa, nein! Papa, nein! Lina hat die Liaje-App. Liaje. Hi. Oh, ein Heiß. Heiß? Ja, da. Oh. So, ihr Lieben, wir waren gerade einkaufen. Ich zeige euch ganz schnell, was wir gekauft haben. Einmal Champignons. Dann Hähnchengeschnetzeltes, weil auch der jetzt Fleisch kocht. Dann einmal Geflügelmortadella. Käseaufschnitt. Einmal Gouda. Schatz, davon haben wir doch. Aber. Wir haben doch im Schrank getan, weil wir hier noch eins hatten. Egal. Einmal Cornichos. Dann haben wir hier Thunfisch. Erdnüsse. Zweimal. Ja, Mann. Ist mir auch an der Kasse eingefallen. Ich habe so Sandwich-Creme. Oh, der macht morgen früh Sandwiches. Dann einmal Sonnenblumenöl. Schlagsahne. Viermal. Dann Farmersalat. Den machen wir mit diesem Fisch. Nochmal Schlagsahne. Zweimal noch Thunfisch. Zweimal Salz. Warte, du musst mir das geben, Bob. Dann die Meeressnacks für den Salat. Lasagneblätter, die auch lange nicht. Zweimal von Leibniz diese Kekse mit Vollmilchschokolade. Einmal Brötchen. Toastbrot. Das brauchst du auch nicht, ne? Okay. Ja. Dann einmal Bohnen. Dann haben wir einmal Sauce Hollandaise, also zweimal. Tomaten. Die hast du die Video gesehen? Ja, was war das? Ich schwöre, Lina hat das Ding zum Platzen gebracht. Ja. Ja, Mann. Wie du drauf geachtet hast, ne? Aber glaub mir, das sind nur die Leute, die dich kennen, die nicht drauf achten. Oh, Lina, du hast die Pizza. Egal, das ist schon. Einmal Orangen. Dann Butterzopf. Ich bin mal gespannt, ob unser Kuchen damit schmeckt. Den anderen darf es nicht. Dann Tomaten für Lina. Ihr fragt immer von, wo ich die Kumpelkartoffeln habe. Bitte schön, Leute, die kriegt ihr bei Kaufland. Die heißen Back- und Spröllkartoffeln. Oder dicke Dinger heißen die auch, ne? Was? Dicke Dinger. Dicke Dinger? Einmal Bananen. Erdnüsse. Hey, hast du das jetzt doch geholt? Warte. Ich hab dir doch gesagt, ich habe nur eins. Ach so. Und du hast auch eins geholt. Dann Fake-Nicknacks. Walnüsse. Dinge, hast du deinen monetisiert dann? Nein. Deine Pommes ist am Schuhschrank. Paprika. Eine Gurke. Und dann haben wir ganz viele Fertigsoßen gekauft. Da sind wir auch ehrlich. Die waren nämlich im Angebot. Also einmal Currygeschnetzeltes. Ah, das platzt. Mama! Dann, das macht Albert jetzt. Rahmchampignons, ich habe das noch nie gegessen. Dann haben wir Zwiebelsahnehähnchen. Kräuterrahmhähnchen, Brokkoli-Gratin und Mozzarella. Das war's auch. Mehr haben wir nicht gekauft und das räumen wir jetzt schnell ein. Da. Ach so, und Eistee haben wir gekauft. Eistee und Cola. Ja. Nein, lass das. Lass den ja drinnen. Ach so. Hier ist übrigens noch ein Maxi-Cosi.
ist aber zu klein für dich, Babische. Guck mal, dein Kopf ist voll groß. Ei, ei, warte. Ah, Alla, Alla, ei. Ist denn jemand da? Schaut mal, wie klein sie ist. Aber sie will, glaube ich, gerade kein Mimisch. Na gut, du. Willst du da oben? Ja. Aber warte, ich muss erst mal ein bisschen hier aufräumen, ja? Champignons, wie heißt das, diese Bohnen? Ja, Frischbohnen auf jeden Fall, Hähnchenbrust, dann hier haben wir Karotten, dann zwei verschiedene Paprika, Öl, Salz und ein bisschen Currysoße. Kurkuma. 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 Möhren. Ich hab Karotten gesagt. Wie kommt das? Karotten? Ja. So, meine Füße jetzt muss. Ja. Was hast du gesagt? Sonne auf dem Bonne. Ja, bitte mach das. Lauf. Ekelst du dich oder was? Nein, da war Reis drin. Leute, das schmeckt super lecker. So, ihr Lieben, es geht weiter mit dem Vlog. Ich weiß, ich breche immer wieder ab, aber ja, mit zwei Kindern ist es dann doch nicht so einfach zu vloggen. Vor allem will ich jetzt auch mehr Zeit mit Lina verbringen, weil sie sich nicht ausgegrenzt fühlen soll. Und Lia muss sich ja genauso viel Liebe geben. Sie braucht ja auch noch die Mutterwärme, ne? Ich kann sie jetzt nicht 24 Stunden in ihrem Bett stecken. Und der Haushalt muss auch gemacht werden. Ja, Linas Geburtstag feiern wir am Freitag. Und dafür habe ich jetzt eine Liste gemacht, was wir noch brauchen. Wir werden auf jeden Fall noch Getränke und so kaufen müssen. Und ich kaufe, also wir kaufen dann noch eine Tüte Chips von, also von jedem etwas. Wir wollen jetzt nicht zu viel kaufen, weil wir auch nicht viele eingeladen haben, ehrlich gesagt. Ja, Schatz. Und ja, ich wollte meine Tanten einladen, aber dann dachte ich mir, was sollen die da? Ist bestimmt langweilig, aber ich frage meiner Mutter nochmal,
ob die kommen würden, dann würde ich die auch einladen. Das Problem halt, Ports ist ein bisschen weit weg für die. Mal schauen. Hier habe ich auf jeden Fall die Sachen, die gebraucht werden. Dann habe ich die Papiere zum Standesamt geschickt für Lias Geburtsurkunde. Ich muss ja langsam alles beantragen, auch wegen der Krankenkasse. Und dafür braucht man ja die Geburtsurkunde. Lia schläft übrigens. Und ja, letztens hat mich jemand gefragt, wie es ist, weil ich ja stille, warum ich Bohnen esse. Leute, ich esse alles. Das habe ich auch in meiner Schwangerschaft gemacht. Und das habe ich auch bei Lina gemacht. Bei Lina habe ich auch Blumenkohl gegessen, als ich am Stillen war und sonst was. Wenn ich merke, mein Kind kriegt dadurch Bauchschmerzen, dann natürlich esse ich das natürlich nicht weiterhin. Aber Lina hatte gar keine Probleme. Und meine Hebamme sagt auch, man muss alles ausprobieren. Also nicht jedes Kind kriegt dadurch Blähungen. Und Lia, Gott sei Dank, hat auch keine Blähungen bekommen an dem Tag. Und gestern gab es auch bei uns Bohnen wieder, Buschbohnen. Mann. Geht das nicht auf? Ja, nein. Musst du drücken. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall hier einmal staubsaugen und aufräumen. Und dann gehen wir später ins Indoor-Spielplatz, gucken, dass wir einen Tisch reservieren oder einen Raum. Ja, ich würde sagen, bis später. Ja, und Sie? Ja.